So, es gibt mal wieder eine Teambewertung. Ich habe wieder bei Instagram gepostet, dass ihr mir eure Teams schicken könnt und ich mir die angucke und bewerte. Ich hatte vergessen, diesmal zu erwähnen, weil ich dachte, es ist klar, dass man nicht solche Screenshots schicken soll, die so hochformat sind und wo man sowieso kaum was erkennt. Ich war gerade geschockt, wie viele mir so ihr Team gesendet haben. Also beim nächsten Mal bitte drauf achten, weil die Teams werden auf jeden Fall nicht drangenommen. Das war ja auch bei den letzten Videos schon so. Und ja, wer nächstes Mal mit dabei sein will, sollte mir auf jeden Fall bei Instagram folgen, PruUnsYT. Ist bestimmt auch in der Beschreibung verlinkt. Und ja, dort sage ich dann immer Bescheid, wenn wieder der Zeitpunkt gekommen ist, dass ihr mir eure Teams schicken könnt. Ich gehe gleich mal durch die ganzen Nachrichten durch. Ich mache das nicht chronologisch, dass nur die Leute drankommen, die gerade frisch was geschickt haben, sondern dass jeder drankommen kann, so. Und deswegen, wer Follower bei Instagram ist, erfährt dann auch immer, wenn ich Teams suche zum Bewerten und wie mein PSN-Name ist und all sowas. So, und hier hatte ich den ersten gesehen, der das mit Breitbild geschickt hat. Yo, Danny, das ist mein FIFA-Team, würde mich freuen, wenn ich ins Video komme. Ich klicke das an, Schock. Digga, einfach R9 dort vorne. Den muss er ja aus dem WM-Icon-Pick von den WM-Token gekriegt haben. Anders macht es keinen Sinn. Niemals hat er sonst so ein Team, wo ja viele Spieler so Free-to-Play-Spieler sind, eigentlich alles. Dest war ja spielbar. Kessier war eine SBC, der andere war eine SBC. Forlan hat da bestimmt auch untradable gezogen und auf der Bank auch viele SBCs und sowas. Also ich glaube, ja, so coins-technisch geht bei ihm nicht viel, aber einfach untradable hat er diesen Jairzinho und R9. What? Das ist einfach next level. Das ist wirklich, das Team ist okay, ne? Wenn man die beiden Stürmer wegstreicht, ist es so ein Starter-Team. Aber die beiden Stürmer alleine, die sind auf ganz hohem Niveau. Also hier brauche ich auch gar nicht sagen, was man da upgraden kann, weil das weiß er, glaube ich, selber. Sobald Coins da sind, kann man alleine bei Dembele und Tomori die Informkarten nehmen und. Aber wenn er einen neuen Tradable, hätte er sich allein von den Coins ein Traumteam bauen können. Aber so einen R9 vorne drin zu haben, das macht auch schon sehr viel Spaß. Okay, das ist das nächste Team, das wir uns angucken. Er sagt, er hat noch 200.000 Budget und das ist seine Mannschaft. 4-4-2-Formation zum Start und er hat viele coole Spieler. Ich würde auch hier wieder tippen, dass viele untradable sind. Also Linksverteidiger sowieso, rechter ZM auch, rechter Mittelfeld auch. Ja, interessantes Squad. Die meisten Spieler sind auch echt fresh. Gegen die Icons kann man alle überhaupt gar nichts sagen. Es gibt so ein paar Spieler, die mir persönlich nicht mehr so viel taugen. Also auf den ersten Blick hätte ich gedacht, der Linksverteidiger, aber ich hatte den gerade auf Footbin offen und der hat voll die geilen Stats. Ich habe noch nie von diesem Linksverteidiger gehört. Ich kannte die Karte nicht, aber der hat richtig gute Stats. Der kann mit Top-Linksverteidigern mithalten von dem, was auf seiner Karte draufsteht. Also den würde ich gar nicht sagen, dass man den dann raustun soll, auch weil der ja mit weil Werde sich über Uruguay gut Chemie bringt und alles drum und dran. Was ich halt nicht so fresh finde, ist Danjuma. Er ist vor wann? 5-6 Wochen rausgekommen. Da war am Anfang echt OP. Aber inzwischen sind einfach so viele gute, nice Karten rausgekommen. Andere Spieler sind vom Preis her gesunken, dass man den in der aktuellen Zeit, finde ich, nicht mehr unbedingt spielen muss. Der ist ja auch bei meinem RTG schon lange aus dem Team geflogen und so. Szczęsny, ja, ist so eine Sache. Keeper ist ja ein bisschen diskutabler. Ich finde, da kann man auch was Fresheres nutzen. Und Chiesa ist halt echt nice eigentlich, die Karte. Aber ich würde tippen, Szczęsny ist auch nur im Tor, weil Chiesa in dem Team ist und der Manager boostet dann noch den Italiener und den Torwart. Also ich würde dann sogar vielleicht dieses Dreieck, ja, LM-Torwart, RM austauschen und Chiesa kann man dann auch als guten Sub nutzen. Linkes Mittelfeld würde ich die Goldkarte von Neymar nehmen, Tor, die Goldkarte von Donnarumma und rechtes Mittelfeld kann man dann tatsächlich nochmal schauen, weil da hat man ja dann in der spanischen Liga komplett freie Auswahl. In der Premier League kann man auch ein bisschen gucken, weil man damit Van Dijk und Manager der Premier League hat ja auch ein bisschen Action machen kann, dass man da einen nice rechten Mittelfeldspieler findet. Ich finde halt diesen Corona, diese World Cup Karte von Sevilla, die finde ich sieht sehr, sehr fresh aus. Was halt besonders cool an diesem Corona ist, du kannst ihn als rechten Mittelfeldspieler nutzen. Und jetzt kommen wir wieder zu dem, was ich jedes Mal anspreche. Man kann halt die Formation auch einfach switchen. Zum Beispiel, wenn man im linken Mittelfeld Neymar hat und im rechten Mittelfeld diesen Corona, dann kann man auch in-game auf 4-3-1-2 oder auf, ja, völlig andere Formationen, 4-3-3, 4-3-2-1 und sowas switchen, was halt mit den Karten gerade nicht möglich ist, weil du weder Danjuma noch Chiesa wirklich im ZM spielen kannst. Das wäre so. Vielleicht kannst du die Karten einmal angucken, drüber nachdenken, ob du es machst. Ja, aber so die Spieler sind an sich auch fresh. Und Chiesa ist auch ziemlich nice. Ist auch ziemlich nice, aber dann hätte man ihn ja auch noch als Joker. Also der wird ja nicht wegfallen. Ich glaube, alle zusammen, ich habe gerade geguckt, Neymar kostet 200.000, Donnarumma geht ja quasi nur für seinen SBC-Wert. Ja, Corona ist auch sehr, sehr billig. Da sagt man ja sogar so
Preis-Leistungs-Verhältnis ist eine der besten Karten momentan im Game. Also ich glaube, knapp 300k müsste man einplanen, aber innerhalb von einer Weekend League oder so. Also jetzt alleine an dem Wochenende wird man ja die Coins zusammenbekommen und dann kann man überlegen, ob man das macht. Dani Alves kaufe ich morgen, schreibt er. Und dann gehe ich auf sein Team rauf. Junge, was? Mbappé in Rot, Salah in Rot, Donnarumma in Rot und Nuno Mendes geht auch fit in Rot. Und dadurch, dass ich das schon sehe, ne, würde ich sogar wetten, dass er diese Coit, Al-Uwairan und so, dass er die aus World Cup Hero Packs hatte und die anderen wahrscheinlich sogar safe auch noch irgendwie aus Icon Packs. Also, was ist das denn schon wieder? Wie kann man denn mit Pack Luck so reinhauen? Also ja, wenn du diesen Dani Alves geupgradet hast, dann kann man beim Linksverteidiger irgendwann auch nochmal gucken. Der Mendes geht fit, aber die anderen Spieler sind alle auf einem höheren Niveau, dass man den nochmal eine Stufe höher macht. Geht ja auch relativ easy einzubauen. Digga, wildes Team. Sehr, sehr, sehr wildes Team. Mann. Also ich merke auf jeden Fall im Vergleich zu den letzten Teambewertungen, die Leute haben viel, viel, viel bessere Teams. Die letzten Mal habe ich mir die Teams angeguckt, dachte mir so, ja, ist gut so für die aktuelle Phase von FIFA. Und jetzt gucke ich mir die Teams an und denke bei jedem, Junge, hier sind fast nur geile Spieler drin. Da kann man nicht mehr viel verbessern. Er meinte, er hat 260.000 Münzen und hat gefragt, was er noch verbessern kann. Auf den ersten Blick sehe ich viele geile Spieler auch hier schon wieder in diesem Team. Kanté, muss ich sagen, der taugt mir aber in diesem FIFA nicht so, weil der ist nicht mehr so der Staubsauger, der die letzten FIFA-Teile war. Das ist ein Grund, dass der momentan nur 30.000 Münzen oder so noch wert ist. Halt auch relativ langsam unterwegs, leider auf dem Feld. Ich habe gerade mal geschaut, was sich da aus der Premier League hinstellen würde und was halt ein bisschen traurig ist, dass dieser Palhinha, die SBC-Karte, abgelaufen ist. Ich sehe die bei ihm auch nicht auf der Bank, dementsprechend denke ich, dass er den nicht abgeschlossen hat, weil der ist schon eine richtige Maschine. Der ist jetzt auch nicht viel schneller als Kanté, aber der ist einfach nochmal in allem anderen besser. Also wenn dich das Tempo von Kanté nicht stört, dann wäre er irgendwie nochmal eine bessere Version von Kanté. Ansonsten, ja, würde ich da auf jeden Fall einen nehmen, der ein bisschen mehr Antritt, der ein bisschen mehr Tempo hat einfach, weil, ja, ich finde, das fällt in diesem FIFA schon auf, wenn ein Spieler nicht so extrem schnell ist. Spieler, die sowohl offensiv als auch defensiv gut unterwegs sind, weil das kann man jetzt, finde ich, auf der Position machen, weil der andere Achter auch schon Defensivqualitäten hat. Das wäre zum Beispiel die World Cup Hero Karte von Coit. Die kommt sehr, sehr, sehr hart. Die hat mich bisher immer überzeugt. Und Kevin De Bruyne in Form ist vom Preis auch so sehr gesunken, dass man den auf der Position mitnehmen könnte. Ja, was halt in dem Fall auch nicht die basicste Option wäre. Die beste Option, um ehrlich zu sein, wäre Cancelo out of position so. Aber die liegt halt noch ein bisschen über dem Budget. Und Bobby Moore habe ich mir gerade auch angeguckt, weil man denkt so, Bobby Moore, wer zur Hölle spielt denn freiwillig? Wenn er jetzt untradable ist, ist es natürlich eine andere Sache. Aber die Stats von Bobby Moore sehen irgendwie auch nice aus. 80 Tempo, 92 Def, 84 Physical. Der sieht nach einem richtig guten Innenverteidiger aus und ist ja auch gar nicht teuer. Also bei diesen WM-Icons hat die echt rausgehauen. Man muss sagen, das ist ja die 91er-Version von Bobby Moore mit 80 Tempo. Die 89er-Version, also einen drunter, hat 66 Tempo. Die ist ja gar nicht spielbar. Aber dieser Bobby Moore, glaube ich, zum ersten Mal in ganz FIFA ein Bobby Moore, der spielbar ist. Seht das gerade? Die Baby-Version hat 70 Tempo, die mittlere 66 und die Prime 68. Kein Bobby Moore spielbar, weil er zu langsam ist. Aber diesen WM-Icons, das realisiere ich gerade zum ersten Mal. Da haben die echt versucht, jeden spielbar zu machen. Ne? Cool eigentlich. Muss man mal Props an die EA rausgeben. Als ich hier das Team geöffnet habe, Bobby Moore gesehen hat, ich dachte, Digga, was macht der? Jetzt gucke ich mir die Stats an und merke, der ist nicht schlecht. Der ist schon nicht schlecht. Und alle anderen sind auch nicht schlecht. Also da kann man gegen keinen was sagen. Kanté wäre wirklich der eine, den ich austauschen würde. Ansonsten Ginola, verrückt. Messi Flashback auch richtig geil mit seinem Pace. Nice. Okay, hier ist mal ein Team, bei dem man ein bisschen mehr machen kann. Weil er hat erstmal 600.000 Münzen über, das ist eine Menge. Und das Team ist an sich noch gar nicht so sick. Warum hat er so ein Team, wenn er 600.000 Münzen auf der hohen Kante hat? Also was ich mir beim ersten Blick denke, wenn ich das Team angucke, die Offensive, das sind geile Spieler, aber da ist kein richtiger abschlussstarker Stürmer dabei. Keiner von denen hat über 85 Schuss. Da ist keiner dabei, der die schweren Schüsse reinmacht. Und das würde mich schon mal extrem nerven. Also 4-3-2-1 scheint er zu spielen, sonst wird das nicht oben links als Teamname stehen. Und da kann man das Ganze ein bisschen anders aufstellen. Also Vinicius Junior, die Goldkarte, muss inzwischen, finde ich, auch nicht mehr sein. Und er meint ja auch, der ist tradable. Den will ich verkaufen, kriegt man nochmal ein bisschen Münzen rein. Und ich weiß nicht, ob man Ansu Fati auf dem linken Flügel spielen kann. Ansu Fati kann nur Stürmer, okay. Aber man kann das ja in-game ändern. Es gibt richtig geile Stürmer.
die linke Flügel können. Das heißt, du lässt das Team so, tust Vinicius Junior raus und kannst zum Beispiel auf dem linken Flügel einen Diego Forlan World Cup Hero hinstellen. Der hat sowieso volle Chemie und der hat 94 Schuss. 90 Tempo, 94 Schuss, 90 Dribbling. Die Karte sieht verrückt aus. Und in-game kannst du ihn in die Spitze stellen und Anzufati nach außen, weil da ist er sowieso perfekt aufgehoben. Das gleiche gilt für die normale Hero-Karte von Di Natale, auch über 90 Schuss. Dann haben wir Smolarek. Kannst du auch auf den linken Flügel stellen, auch in-game in Sturm. Gilt das gleiche. Also das würde ich so machen auf dem linken Flügel. Einfach eine coole World Cup Hero oder normale Hero-Karte, die dir gefällt und die in-game in Sturm switchen. Rechtsverteidiger Dest, ja, der hat seine Upgrades erhalten. Weiß immer noch nicht, ob der halt so an einen normalen Walker rankommt. Torwart, ja, ist halt Geschmackssache, ne? Wird seine Gründe haben, vermutlich, dass du hier keinen Ederson im Kasten hast, weil das wäre ja auch ganz, ganz easy auszutauschen, so. Ja, und bei Leuten wie Valverde kann man auch ganz schnell einfach mal die Special Card nehmen, ne, wenn man die Münzen hat. Ich meine, Alaba, Tomori sind sehr nice. Ansu Fati und Dembélé auf dem Flügel kann man mitarbeiten. Rio Hernandez ist gut, sein Inform ist besser. Rechtsverteidiger, wie gesagt, würde ich Walker nehmen. Und das Mittelfeld halt auch noch aus wie so ein Mittelfeld, was Leute so vor 6 Wochen benutzt haben. Also das Mittelfeld sieht so aus, als hätte man 6 Wochen nicht FIFA gestartet, um ehrlich zu sein. Weil da gibt es auf jeden Fall auch bessere Optionen. Ich schaue mal einmal rein, was man für wenig Coins schon im Mittelfeld besser machen könnte. Also, da wir sowieso schon Serie A am Start haben und auch Franzosen. Rabiot World Cup Stories. Rullet Gang, alle Stats über 80. Rabiot, eigentlich in FIFA immer Müll. Aber die Karte sieht verdammt wild aus. Verdammt wild. Kostet nur 100k. Ihr seht sie hoffentlich gerade eingeblendet. Also von den Stats her sieht die so super aus. Der Typ ist 1,92 zusätzlich. Nicht körperschwach. Also der im Mittelfeld, den kannst du super benutzen. Also er macht da alles weg und nach vorne und nach hinten macht er gute Arbeit. Seht gerade, hier ist sogar relativ viel Serie A. Das heißt, man könnte zusätzlich auch noch Wijnaldum einbauen. Man macht Valverde raus, tut dafür Rabiot rein, man macht Philips raus, tut dafür Wijnaldum Road to World Cup rein, weil der ist eigentlich auch Rullet Gang von der Karte her. Der ist genauso fresh. Also das ist so eine stabile Karte und der passt halt hier in dieses Team eigentlich richtig, richtig gut rein. Würde ich auch mitnehmen. Beide zusammen kriegst du für unter 200k und dann brauchen wir halt noch ein ZM, der offensiv spielt. Klar, da kann Paketa benutzen, da gibt es inzwischen auch schon freshere. Seht gerade, man kriegt sogar noch ziemlich viel für Paketa, 170.000. Also ich würde ihn verkaufen. Und dann einen Rulebreaker Thiago da hinsetzen. Hat auch 5 Sterne Skills, falls dir das wichtig ist. Finde ich aber allgemein einfach nochmal geiler, den Thiago. Und wenn man dann Alisson im Tor hat und dadurch, dass er auch Spanier ist, einen anderen Sufati in links bringt. Also mit den Veränderungen hätte man eigentlich auch locker so seinen 29 Chemie mit einem passenden Trainer. Man wäre aber auf vielen Positionen besser besetzt. Klar, man muss dann eine Entscheidung fällen. Man kann nicht sowohl Vinicius Junior gegen was Krasses, als auch dann noch zusätzlich das ganze Mittelfeld austauschen. Da muss man dann entscheiden, was man umändern möchte. Aber das wären so die Steps, die ich gehen würde. Weil Keeper, Rechtsverteidiger kriegst du ja auch sehr günstig ausgetauscht. Das Mittelfeld. Musst du selber wissen, wo das Problem ist. Ob Mittelfeld oder dass vorne keine Tore fallen. Aber das wären die Spieler, die hier lange Meter machen würden in dem Team. Nächstes Team. Hab von Forlan und Bell gezogen. Und ich würde jetzt gern einbauen. Hab ca. 400k und alles andere an Trade. Warte mal, hat Forlan und Bell gezogen. Aber die wären theoretisch tradable. Wenn Bell zu schwer einzubauen ist, dann lass ihn raus. Okay. Also alles ist untradable, außer Bell und Forlan. Aber die hat er gerade gezogen, deswegen wird er sie gerne spielen. Ja, dann, wenn man die gerade gezogen hat und man die ausprobieren will, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Es geht jetzt wahrscheinlich auch nur um eine Weekend League so. Die Sache ist halt, Bale ist schon sehr, sehr, sehr schwer einzubauen. Das muss man halt einfach sagen. Bei seinem Team gibt es nichts Spielbares. Aus seiner Nation gibt es Ramsey, so ein ZM. Aber mit dem würde man auch nochmal das Fass französische Liga aufmachen, wofür man auch das ganze Team umbauen müsste. Was ja auch schwer ist, wenn alle untradable sind. Alles so ein bisschen Krampf. Die einzige Option ist, aber da hast du halt einen Spieler, der zwischen Genie und Wahnsinn liegt, wäre in meinen Augen im Tor Campos. Campos ist halt 1,70 Meter. Das heißt, der frisst Longshots, wenn du die zulässt. Aber ich hatte auch schon Matches gegen Campos. Ich hatte Matches gegen Campos, da hatte ich 4 Schüsse, 4 Tore. Und ich hatte Matches gegen Campos, da hatte ich 30 Schüsse und 0 Tore. Bei dem ist beides möglich. Entweder der lässt alles durch oder der hält unmögliche Bälle. Aber Campos im Tor als World Cup Hero, dann, ich hoffe, es gibt einen walisischen Manager, den noch nehmen. Dann hast du Bale schon auf 2 von 3 Chemiepunkten. Und dann kannst du im ZM, weil ich sehe hier wieder relativ viel Serie A und auch, wieder ein bisschen Franzose. Dann kannst du auch im ZM, wie ich es bei dem davor gesagt habe, Rabiot reinklatschen.
Und dadurch, dass er 400k noch hat, wenn er den De Bruyne verkauft, kann er den upgraden zu De Bruyne in Form. Und dann hat er trotzdem seine ganzen Untradables zu... Ah, nee, wobei, stimmt, also De Bruyne ist Untrade, ne? Warte mal, wobei, dieser De Bruyne in Form kostet aber ja gar nicht viel, ne? Wait, das passt sogar, weil dieser Campos extrem günstig ist. Also, Campos im Tor, World Cup Hero... Rabiot, ja. World Cup Stories im rechten ZM und De Bruyne in Form im linken ZM. Sind wir bei 420k. Also die 20k kriegt man bestimmt noch zusammengekratzt, wenn man Verträge, Positionskarten oder so verkauft. Und das wäre, glaube ich, die beste Lösung, wenn man unbedingt Bale spielen will, weil alle oder größtenteils die anderen Liga, Spieler aus der Liga sind Krampf. Und ja, der Keeper am besten einfach nicht so viele Schüsse zulassen. Und manchmal spielt er auch wirklich gut. Also ich kenne einige, die sagen, der ist der beste Keeper in-game. Ich kenne auch einige, die sagen, er ist der schlechteste in-game. Aber ja, diese Bale-Karte sieht halt wirklich wild aus. Also wenn ich den, ich habe den ja selber gezogen. Ich will den auch mal testen. Die Karte sieht cool aus. Kann ich schon verstehen, dass er den drin haben will und Volano. Der nächste, noch 50.000 Münzen. Na, das ist nicht so viel, aber mal gucken, was sich damit machen lässt. Tomori und Navas sind Trade. Okay, Navas ist ein stabiler Rechtsverteidiger. Den muss man nicht austauschen. Wenn man so das Team anguckt, würde ich auch sagen, Tonali ist die Schwachstelle. Weil für so einen Starterspieler ist Tonali nicht schlecht. So ganz am Anfang von dem FIFA war okay. Aber inzwischen gibt es deutlich bessere Karten auch auf seiner Position, definitiv. Wer halt im Budget liegt und in vielen, vielen, vielen Bereichen deutlich besser ist, ist die Out-of-Position-Karte von Dumfries. Was übrigens gerade auffällt, voll viele Leute heute bauen Serie A, ne? Es gibt im Moment echt viele Leute, die Serie A haben. Am Anfang von dem FIFA hatte ich gar nicht das Gefühl. Aber jetzt haben die Leute realisiert, da kriegt man gute Spieler für einen günstigen Preis. Weil nach Dumfries, wenn man mehr Coins hat, wäre die nächstbeste Option wieder Wijnaldum. Und wenn man dann nochmal, also die Road to World Cup Karte, und wenn man dann nochmal mehr Coins hat, wäre die nächstbessere Option schon wieder Rabiot World Cup Stories. Also das wiederholt sich gerade alles so ein bisschen, weil die Leute auf ähnlichen Positionen was suchen und dieselbe Liga in dem Team haben. Aber wobei, jetzt gebe ich ja zum ersten Mal den Tipp, Dumfries out of position wäre gerade für sein Budget, weil das passt perfekt, der kostet 48k, hat 50k, passt da am besten. Den kann man auch ins ZDM platzieren, der spielt dort gut. Der kann zwar nur defensiv ackern, offensiv nix, aber der ist ja auch ZDM, das heißt, der kommt ja eigentlich nie nach vorne. Also passt, wenn man mehr Power nach vorne braucht, hat man ja immer noch den De Bruyne, den Eriksen und all sowas auf der Bank. Das heißt, daran sollte es nicht scheitern. Ja, so werde ich es machen. Und Foodpin gerade 4,5 Millionen Münzen wert. Hab noch 800k. Mbappé, Cancelo, Guimarães, Hakimi, Mainon sind Trade. Verbesserungsvorschlag, okay. Ich weiß jetzt schon, was hier wieder abgeht. Oder was zur Hölle, Mann? Das ist ein Weltteam. Auf den ersten Blick habe ich nicht mal was auszusetzen, sage ich ehrlich. Auf dem allerersten Blick sage ich super Team. Nur wenn man noch 800k einfach so rumliegen hat, dann weiß ich nicht, warum man bei der aktuellen Meta Al-Owairan nicht hat. Also diese Hero-Karte ist ja komplett overpowered, kostet 700.000 Münzen. Ich weiß, dieser Kewel, den er da hat, das ist auch ein nicer Spieler so. Aber, also ich würde als linken ZOM auf Al-Owairan switchen, weil diese 99 Tempo, die fallen schon extrem, extrem, extrem auf. Du kannst einfach alle überlaufen. Vielleicht habt ihr das ja bei mir auch auf dem Clip-Kanal gesehen. Und ansonsten auf den anderen Positionen. Da ist er super besetzt. Also ob er jetzt vielleicht noch den Ramos gegen Marquinhos in Form tauscht. Das nimmt sich, glaube ich, nicht viel. Irgendwann kann man dann auf diesen Marquinhos Road to World Cup gehen. Aber der kostet dann halt auch schon direkt 700.000 Münzen. Ja, das wären dann auch so Steps, wenn wieder noch mehr Geld vorhanden ist. Aber dadurch, dass hier schon viel Geld drinsteckt, ist schon auf jeden Fall ein gutes Team. Und Hakimi ist halt auch so eine Geschmackssache, ne? Also er hat den jetzt auch hier noch am Start, obwohl es eine normale Goldkarte ist. Er performt an sich nicht schlecht. Ich glaube, das wäre Al-Owairan im linken ZOM und ich persönlich würde auch den Rechtsverteidiger austauschen, weil am Start von FIFA fand ich Hakimi auch noch konkurrenzfähig. Inzwischen, finde ich, reicht sein Pace alleine nicht mehr, um um herauszustechen. Aber hier muss man für die beste Option auch schon wieder so viel Geld überhaben. Also der beste Rechtsverteidiger im gesamten Game momentan, würde ich sagen, ist Walker, World Cup Path to Glory. Der ist sowieso schon super. England wird wahrscheinlich vielleicht auch noch so 1, 2, 3 weitere Runden überstehen. Dann wird er so eine verrückte Karte sein. Aber dafür braucht man halt echt auch schon wieder viel, viel, viel mehr Münzen. Was im erschwinglichen Bereich ist, wäre Icon Zambrotta in seiner Babyversion. Der liegt bei 300k, hat auch über 90 Tempo. Also der Unterschied zu Hakimi ist da nicht
so riesig, aber der ist halt in anderen Bereichen, was so die Verteidigung und so angeht. Also Hakimi hat ja in dem FIFA auch nur 92. Das ist jetzt keiner mit 96 oder so. Hakimi hat 92 Tempo, Zambrotta hat 91. Fällt kaum auf. Aber Zambrotta kann gut passen, gut dribbeln, gut verteidigen, hat gute physische Werte. Also das wäre auch nochmal was. Das Ding ist halt, wenn du Kjul und Hakimi verkaufst. Was ist denn tradable? Ah, ja, der wurde leider gezogen. Ja, okay. Zumindest wenn man Hakimi verkauft, dann könnte man Zambrotta hinsetzen. Ich frage mich gerade, was man als erstes austauschen sollte. Das wären meine beiden nächsten Steps. Rechtsverteidiger zu Zambrotta, linker Z-Ram zu Al-Owairan. Das geht jetzt nicht beides gleichzeitig. Ja, muss man gucken, wen man von beiden lieber erstmal austauschen möchte. Und danach würde ich halt den anderen austauschen. Hey, Bro, ich hoffe, du siehst es und nimmst es dran. Jeder ist untrade, außer Dumfries. Will mir jetzt noch Cordoba kaufen. Ich feiere deine Videos und hoffe, du machst noch lange weiter. Danke, Mann. Grüße, Grüße gehen auf jeden Fall raus. Freut mich, freut mich, freut mich. Und wir gehen mal rauf auf das Team. Und das ist auch wieder ein Team, wo ich auf den ersten Blick sage, das sieht geil gebalanced aus. Hier ist keine Position, wo direkt ins Auge sticht, okay, da muss man irgendwas abändern. Nein, jede Position sieht ungefähr gleich stark aus. Also das ist ein Team, gut gebalanced. Cordoba ist eine sehr gute Option als nächsten Spieler zum Kaufen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Coins er noch über hat. Aber ich glaube, aus den Münzen, was er jetzt gerade gemacht hat, hat er sich schon ein stabiles Team gebaut. Und man sieht schon wieder die Serie A ziemlich gut hier vertreten. Eine sehr, sehr, sehr beliebte Liga momentan im FIFA. Jetzt durch die spanische sieht man echt weniger. Bundesliga brauchen wir gar nicht drüber reden. Französische, ja, wenn sich die Leute Ginola oder Mbappé oder Neymar leisten können, sind die schon ab und zu da. Aber auch nicht so viel. Ja, also Serie A ist halt hinter der Premier League, würde ich sagen, momentan echt die beliebteste Liga, fällt mir einfach mal gerade auf. Das habe ich vorher auch gar nicht realisiert. Nices Team. Würde mich echt über eine Meinung und eventuelle Verbesserungsvorschläge freuen. Also, wie hat er auch schon wieder erneut? Also, es ist wirklich unfassbar. Also, hier steht halt auch wieder kein Budget oder so bei, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Aber allein, weil hier schon wieder erneut ist, ne? Das ist krass, ne? Der muss ja auch aus dem Pack sein. Weil sonst hätte er auf anderen Positionen erstmal sich geupgradet, bevor man einen neuen gekauft hätte, ne? Also, läuft bei ihm. So, einen gucken wir uns noch schnell an. Guten Morgen, hab noch 200k. Sag einfach guten Morgen. Die Nachricht kommt um 22:36. Bester Mann. Er hat noch 200k für den neuen Bale einbauen. Ich merke, der neue Bale ist beliebt. Kriegt man den überhaupt für die Coin? Ich weiß nicht, wie viel er kostet, obwohl ich den gezogen habe. 150k. Das heißt, wenn er sich Bale holt, dann hat er danach kaum noch Münzen. Also die Sache ist halt, um Bale einzubauen, muss halt wieder Chesney gehen und eigentlich Campos ins Tor. Ansonsten wird's schwer, Bale einzubauen. Und den rechten Flügel, Al-Owairan, würde ich halt auch nicht aus dem Team werfen. Den ich am ehesten aus dem Team werfen würde, wäre halt momentan Gold Ronaldo, weil der schwächt halt auch immer weiter ab, je mehr aktuellere Karten rauskommen. Und das ist halt an sich ein geiles Team. Ich sehe aber jetzt auch sehr viele Untradables, ne? Sehr, sehr, sehr viele Untradables. Das ist einer, der echt immer, wenn er neue Spieler und Münzen hat und so, dass immer in SBCs und sowas steckt. Was ja auch nicht verkehrt ist, aber ich würde dann Al-Owairan in Sturm schieben, Ronaldo verkaufen, rechte Flügel Bale, im Tor Campos Hero. Und ansonsten ist das Team gut aufgestellt. Lass mich mal kurz Schweinsteiger und Nakata abchecken. Ja, Schweinsteiger ist defensiv schon sehr am Ackern, aber Nakata irgendwie gar nicht. Weil wir haben hier einen Vierer-Angriff und dann noch einen Nakata, der nur offensiv ist. Ich finde das Team halt unabhängig von, ja, dass die Spieler cool sind, aber ich finde das Team zu offensiv. Ich finde, man muss auch noch den Nakata umtauschen gegen einen ZM, der defensiv auch was drauf hat, der offensiv und defensiv gut ist. Wenn man die Formation zum Start auf 4-1-2-1-2 ändert und dann ist es möglich, Park Ji-Sung einzubauen. Nakata weg, Park Ji-Sung rein. Das würde auch noch im Budget liegen. Das wären nur 50.000, die man oben drauf zahlen müsste. Aber Park Ji-Sung halt einer, der komplett ausgeglichen ist, der offensiv und defensiv beides sehr gut kann. Und ich finde, das braucht man, wenn man vorne vier Leute hat, die nur Angriff können. Ja, das wäre dann die Änderung, die ich zusätzlich zu dem machen würde, was ich eben schon erwähnt hatte. Und dann kann man damit auf jeden Fall arbeiten. Yes, danke auf jeden Fall für, keine Ahnung, wie viele Nachrichten, die hier reingekommen sind. Ihr seht, ich scroll, da kommen so viele Nachrichten. Also sorry an jeden, der nicht drangekommen ist, aber es sind einfach viel zu viele Nachrichten, die hier reingegangen sind. Ich habe ja zufällig welche genommen, manche von oben, manche aus der Mitte, manche von unten, dass jeder so ein bisschen die Chance hatte, dran zu kommen. Aber man braucht natürlich trotzdem Glück. Deswegen, wenn ihr aber überhaupt die Chance haben wollt, nächstes Mal dran zu kommen, ProSYT bei Instagram folgen, dort poste ich immer, wann ich eine Teambewertung mache und wie ich bei PSN heiße, sodass ihr mir einen Screenshot senden könnt, aber dann halt bitte nicht so ein Screenshot hier. Das ist fürs Video ehrlich sehr, sehr, sehr krampf. Sondern es muss halt schon so ein, ups,
so ein Ingame-Screenshot hier sein. Junge, wenn ich das hier nochmal sehe mit dem erneuten Wild. Lass gerne ein Like da für die Teambewertung. Ich weiß nicht, das Glöchste ist diesmal ein bisschen länger ausgefallen. Abonniert diesen Kanal hier, den Reaction-Kanal, meinen zweiten Kanal, um keine Videos zu verpassen. Da gibt es regelmäßig nice Content. Macht's gut, ciao.